binäre Bäume. Wir wollen so einen Baum jetzt nutzen, wiederum als eine Datenstruktur, auf der wir zunächst mal diese Operationen hier uns anschauen wollen. Also einmal suchen, Minimum, Maximum herausfinden, Vorgänger, Nachfolger herausfinden und wir möchten einfügen und löschen. Das sind so diese typischen Operationen, die man braucht. Einen binären Suchbaum haben wir so als Begriff noch nicht eingeführt, dann kommt das gleich. Immer wenn man bislang mit diesen Bäumen, da hatten wir jetzt schon ein paar Mal zu tun, dann hing der Aufwand eigentlich immer von der Tiefe des Baumes ab. Irgendwie so einer, der so schön ausgeglichen ist. Aber es hindert uns natürlich auch nichts daran, beispielsweise sowas als Baum aufzubauen. Und das betrifft dann im Wesentlichen natürlich diese beiden Operationen. Wie kriegen wir das denn hin? Das war ausgeglichene Bäume erzeugen oder balancierte Bäume nennt man auch. Das sind irgendwie die Operationen, die letztendlich die Struktur, den Aufbau des Baumes verändern. Also da müssen wir uns irgendwie Gedanken machen, wie wir das denn hinkriegen, dass wir, wenn wir jetzt beispielsweise einfügen, dass wir nicht hier sowas Hässliches erzeugen, sondern dass wir irgendwie versuchen, sowas zu erzeugen, weil dann einfach die Höhe geringer wird. Die anderen greifen lesend auf diese Baumstrukturen zu. Die nutzen letztendlich dann aus, dass ich halt eine relativ geringe Höhe habe. Typischerweise ist das eine verzeigerte Struktur. Also irgendwie sieht das Ganze so aus, ein Knoten. Ich habe einmal irgendwie Platz für so ein Key, also für irgendein Schlüsselelement. Gegebenenfalls noch weitere Daten, also wenn ich jetzt beispielsweise Studierendendaten verwalten möchte. Ja, der Key wäre dann typischerweise so eine Immatrikulationsnummer und dann sowas wie Name, Vorname, Adresse, Alter, was auch immer ich da irgendwie brauche. Das würde ich dann irgendwie auch hier irgendwie mit reinpacken können. Uns reicht eigentlich jetzt, wenn wir immer nur so ein Key-Element haben, ein Schlüsselelement. Und ich brauche Zugang zum linken Nachfolger, zum rechten Nachfolger. Und gegebenenfalls Zugang zum Vorgänger. Also das wäre irgendwie sowas, das wäre sowas und gegebenenfalls irgendwie noch sowas. Also typischerweise so eine verzeigerte Struktur. Und wir reden von einem binären Suchbaum. Wenn wir die folgende Struktur haben, dass dann halt gerade so eine größer-kleiner Beziehung gilt. Wenn ich also einen Knoten X habe, beliebiger Knoten in dem Baum, und ich habe einen beliebigen Knoten Y in dem linken Teilbaum, ja, dann gilt der Key von diesem Knoten Y ist auf jeden Fall kleiner als der Key von X. Und für alle Elemente in dem rechten Teilbaum, die sind halt größer als dieses X. Also alles, was sozusagen links unten dran hängt, ist kleiner. Alles, was rechts unten dran hängt, ist größer. Das wäre irgendwie ein Beispiel. Hier oben haben wir die Wurzel, 23. Ja, und alles, was sozusagen links darunter hängt, ist kleiner. Alles, was rechts darunter hängt, ist größer. Und das gilt aber sozusagen für alle Stufen. Also nicht nur in der Wurzel, sondern auch für alle Teilbäume. Ja, das heißt beispielsweise, wenn ich mir jetzt diesen Teilbaum hier rausgreife, ja, dann gilt das für diese Wurzel 11. Die Wurzel dieses Teilbaumes gilt das genauso. Alles, was links davon steht, ist kleiner und alles, was rechts davon steht, ist größer. Das wäre ein Beispiel für so einen binären Suchbaum. Auf so einer Struktur gucken wir uns jetzt die verschiedenen Operationen an und wir fangen mit dem Suchen an. Wir möchten jetzt gerne herausfinden, ob denn ein Student mit der Matrikelnummer 17 in diesem Baum enthalten ist. Also wir stellen uns immer vor, gedanklich, zu diesem Schlüssel sind halt noch ein paar weitere Daten da. Ja, und ich hätte jetzt ganz gerne sozusagen Zugriff auf diese Daten. Wie können wir in so einem Baum herausfinden, ob denn da ein Eintrag vorhanden ist und den dann gegebenenfalls zurückliefern? Entweder wir stellen fest, die Zahl ist auch wirklich vorhanden, oder wir stellen irgendwann fest, sie ist nicht vorhanden. Da würden wir natürlich jetzt wieder diese rekursive Struktur ausnutzen. Also das wäre sozusagen die Eingabe. Wir haben einen Zeiger auf einen Knoten, der die Wurzel eines Baumes darstellt. Und wir geben halt einen Schlüssel K da rein, in unserem Fall jetzt die 17. Wir hätten gerne einen Zeiger dann sozusagen auf das Element zurückgegeben oder halt die Information, dass das Ding nicht existiert. Vergleichen eigentlich unseren Schlüssel K mit dem Wert hier oben. Also wenn der Wert kleiner ist als der gesuchte Wert, setzen wir die Suche fort in dem rechten Teilbaum. Wenn der Wert hier größer ist als der gesuchte Wert, dann setzen wir die Suche in dem linken Teilbaum fort. Und irgendwann stellen wir dann vielleicht fest, dass wir das Ding nicht finden. Dann liefern wir die Information zurück, dass wir es nicht haben. Oder wir treffen halt genau auf diesen Knoten und dann haben wir ihn gefunden und liefern halt entsprechend die Daten zurück. Das sieht dann in etwa so aus. Wir gucken an, ob wir schon unten angekommen sind, ob der Baum also schon leer ist. Oder ob wir den gesuchten Schlüssel gerade gefunden haben an der aktuellen Position des Baumes. Wenn ja, liefern wir das zurück. Und wenn nicht, wenn der gesuchte Eintrag kleiner ist als das aktuelle Element in der Wurzel, dann verzweigen wir nach links und sonst verzweigen wir nach rechts. Dann nutzen wir wiederum diese rekursive Struktur des Baumes aus und haben eine Routine, die welche Laufzeit hat. Also Aufwand ist irgendwie abhängig von Höhe des Baumes. Ja, hier noch, wenn ich das praktisch realisieren würde, ich laufe eigentlich sozusagen in meinem Baum durch und an diesen Stellen mache ich eigentlich genau das Gleiche, nur es ist halt nicht als rekursiver Aufruf formuliert, sondern ich lasse sozusagen, wenn ich hier so einen Baum habe,
Dann ist das hier oben sozusagen mein Zeiger X auf den aktuellen Baum, den ich betrachte. Den verschiebe ich dann einfach immer nur. Der wird dann irgendwann wegfallen, wenn ich jetzt beispielsweise hier unten so ein Element suchen würde. Ja, dann würde ich sozusagen einfach nur diesen Zeiger mal umsetzen. Ja, und müsste mir dann sozusagen auch diese rekursiven Funktionsaufrufe nicht verwalten. Wie finden wir denn in einem binären Suchbaum das kleinste Element? Ich muss immer einfach nach links gehen. Das ist irgendwie das minimale Element und entsprechend das maximale Element. Sie müssen immer nach rechts gehen. Da nutzen wir einfach genau diese Suchbaumeigenschaft aus. Entsprechend einfach sind auch die Routinen. Auch hier das jetzt als iterative Variante gewählt. Solange links unten noch was dranhängt, gehen wir einfach dahin. Wandern einfach sozusagen darunter und hängen einfach entsprechend den Zeiger um. Genau das gleiche für das Maximum. Da wandern wir nach rechts. Und auch hier, das wissen Sie jetzt, Laufzeit nicht log n, sondern abhängig von der Höhe des Baumes. Jetzt hätten wir gerne den Nachfolger, und zwar Nachfolger im Sinne von den entsprechenden Schlüsselelementen. Also beispielsweise wäre von der 17 der Nachfolger die 18. Ne? Der Nachfolger von der 18 ist die 19 und der Nachfolger von der 19 ist die 23. Wie kriegen wir das denn wohl hin? Also da können wir jetzt nicht mehr so ohne weiteres immer mal nach links laufen, mal nach rechts laufen. Bei der 10, da müssen wir irgendwie nach oben laufen, scheinbar wieder. 23, da müssen wir nach unten laufen. 18, müssen wir auch nach oben laufen. Also da gibt es irgendwie alles Mögliche. Einen ganz einfachen Fall, den gibt es eigentlich. Und zwar gucken wir uns mal den Nachfolger von der 23 an. Wenn ich einen rechten Nachfolger habe, dann muss ich da das kleinste Element raussuchen. Das kennen wir schon, haben wir eben gehabt, Minimum. Und das ist genau der ganz links steht. Also, wenn der rechte Nachfolger ungleich Null ist, wenn es den also gibt, dann ist es das Minimum aus dem rechten Teilbaum. Und wenn es das nicht gibt, wie beispielsweise bei der 10 oder bei der 18, was müssen wir da machen? Sie müssen im Prinzip so weit nach oben laufen, bis Sie einen Baum finden und damit die Wurzel dieses Baumes, in dem das Element, von dem Sie loslaufen, das größte Element ist. Wenn wir uns den Baum angucken, dann ist das größte Element in diesem Baum. Wenn wir uns den Baum angucken, besteht nur aus nur einem Knoten, ist das natürlich das größte Element. Also wir suchen jetzt sozusagen den Nachfolger von der 19. Dieses Ding, diese 19 ist das größte Element in diesem Teilbaum. Ich mache die jetzt mal hier grün, weil nämlich auf die kommt es jetzt im Prinzip genau an. Wir müssen ein Vorfahren finden, das kann ganz, ganz weit oben sein, wie jetzt beispielsweise bei der 19, sodass sozusagen der Baum hier, dieser blaue Baum, ist ein linker Teilbaum von der Wurzel hier. Und das Ding suchen wir. Wir haben hier jeweils einen Knoten identifiziert, beziehungsweise einen Baum identifiziert, in dem das Element, von dem wir aus loslaufen, also von dem aus wir den Nachfolger suchen, in dem dieser Knoten maximal ist. Für die 10 wäre das dieser rote Teilbaum. Der ist linker Teilbaum von der 11. Diese 18 ist auch linker Teilbaum von der 19 oder was unterhalb der 19 drunter hängt. Und das ist dann sozusagen automatisch immer der entsprechende Vorfahre. Das größte Element in einem Teilbaum und davon sozusagen der Vorfahre. Den müssen wir eigentlich suchen. Bei der 10, wie gesagt, wäre das die 11. Bei der 18 wäre das die 19. Bei der 19 wäre das die 23. Wir müssen jetzt sozusagen so weit nach oben durchlaufen, bis wir auf einen Knoten treffen. Der linke Nachfolger ist von seinem Vater oder von seinem Elternknoten. Dann haben wir automatisch den Vorgänger gefunden. Dann haben wir nämlich genau den Baum identifiziert, in dem das Element, von dem wir losgelaufen sind, das maximale Element ist. Drückt sich wie folgt aus. Wenn der rechte Teilbaum nicht leer ist, liefern wir einfach das Minimale im rechten Teilbaum zurück. Also das Element, was dann ganz links steht. Und ansonsten machen wir im Prinzip genau diese Suche, die ich versucht habe, in Worten zu erklären. Wir laufen im Prinzip nach oben. Da machen wir am besten mal irgendwie ein Beispiel dazu. Ne? Das braucht man jetzt nicht. Wir gucken uns jetzt einfach mal den Fall an. Was hat man, die 19 hier? Die war ja irgendwie ganz gut. Also wir suchen jetzt den Nachfolger von der 19. X ist gleich 19. Da steigen wir ein. Wir gucken uns an das Y. Das ist Y in Zeile 3. Solange Y nicht leer ist und X rechter Nachfolger ist von Y, wandern wir quasi einfach nach oben. Das wird das neue X. Das ist das neue Y. Ist immer noch rechter Nachfolger. X ist rechter Nachfolger von Y. Das heißt, wir wandern wieder nach oben. Das ist das neue Y. Das ist das X. So, jetzt sind wir im Prinzip, haben wir sozusagen den Baum gefunden, der linker Sohn oder linkes Kind, linker Nachfolger eines Knotens ist. Und das ist automatisch der Knoten, den wir suchen. Und das liefern wir zurück. Das heißt, für die 19 wäre das genau die 23. Suche die Wurzel des Teilbaumes, in dem X. Und hier, jetzt laufen wir nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Auch das hängt natürlich wieder von der Höhe des Baumes ab.
O von H. Das mit dem Vorgänger geht völlig identisch, nur das Minimum durch Maximum ersetzen und links mit rechts vertauschen. Ist halt irgendwie schön symmetrisch aufgebaut. Als Zwischenergebnis Operationen suchen, Minimum, Maximum, Nachfolger, Vorgänger können auf einem binären Suchbaum der Höhe H in O von H Zeit ausgeführt werden. Jetzt gucken wir uns mal die Operationen an, die jetzt so ein bisschen kritischer sind, weil sie nämlich die Struktur des Baumes verändern. Und zwar löschen bzw. einfügen. Das Element 13 hätte ich gerne eingefügt. Links der 15, genau, wie komme ich da hin? Dann haben wir die 15 ist größer. Links gibt es nichts, also müssen wir es hier unten dran hängen. Ne? Also im Prinzip ähnlich wie das Suchen. Wenn wir jetzt die 12 einfügen, das machen wir in der Farbe grün, geht es fast genauso. 12 ist kleiner als 23, aber ist größer als 11, kleiner als 17, kleiner als 15, kleiner als 13. Da hätten wir die 12 hier stehen. Wenn ich jetzt die 11,5 einfügen würde, die würde auch hier unten drunter landen. Ne? Wenn wir sagen, so, was hätten wir auch irgendwie zulässig? 11,4 und so weiter und so fort. Das heißt, was sich natürlich jetzt schon ändern kann, dadurch ist genau diese Höhe, die ja genau unsere Operation, die wir eben hatten, doch maßgeblich beeinflusst. Soll uns aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so sehr stören. Wir machen das jetzt erstmal so. Das ist genau das Ganze dann irgendwie in Code gegossen. Sieht jetzt ein bisschen komplizierter aus. Ich brauche im Prinzip zwei Zeiger an dieser Stelle, weil ich den Verweis sozusagen auf meinen Vorgängerknoten auch wieder mitführen muss. Ja, darum laufe ich einmal mit so einem X und mit so einem Y dadurch. Also X ist sozusagen das Element oder der Zeiger, mit dem wir durch den Baum durchlaufen und Y ist immer Zeiger auf Vorgänger. Dann laufen wir irgendwie da durch, solange wir da nicht auf nichts getroffen sind. Vergleiche hier, bin ich größer oder kleiner als mein einzufügendes Element und wenn ja, verzweige ich nach links bzw. nach rechts. Und dann habe ich irgendwann die richtige Position gefunden und dann sorge ich hier für die korrekte Verzeigerung. Einmal noch auf den Fall, wenn ich sozusagen den leeren Baum gehabt habe bzw. ansonsten den Fall, wenn ich halt mich da unten irgendwo einhängen muss. Ja, und das ist jetzt irgendwie, darum sieht das irgendwie so kompliziert aus, weil ich sozusagen immer den Zeiger auf den Vorgänger mit haben muss. Einfach ist das hier, wenn ich beispielsweise einen Knoten löschen möchte, der überhaupt keine Nachfolge hat. Ja, den nehmen wir einfach und können ihn einfach rausstreichen. Ja, suchen wir den entsprechenden Knoten, laufen darunter. Also wir möchten jetzt beispielsweise die 10 löschen, laufen einfach darunter. Wenn der keinen Nachfolger hat, weg damit. Wenn wir nur einen Nachfolger haben, ist das eigentlich auch gar nicht so schwierig. Der kommt raus und wir müssen letztendlich nur diesen Zeiger umbiegen. Dann haben wir natürlich noch einen dritten Fall. Knoten hat genau zwei Nachfolger. Beispielsweise die 11, wenn wir den löschen möchten. Also wir hätten die Möglichkeit, den hier oben hochzubringen. Oder alternativ die 10 nach oben ziehen. Das größte Element im linken Teilbaum oder das kleinste Element im rechten Teilbaum. Wir können das zu löschende Element, wenn es zwei Nachfolger hat, entweder durch seinen Vorgänger oder durch seinen Nachfolger ersetzen. Und die dann natürlich sozusagen hier unten entsprechend rauslöschen. Und genau das ist hier passiert. Der macht das genau, bearbeitet im Prinzip diese drei Fälle. Und sie müssen halt dafür Sorge tragen, dass sie da letztendlich nur richtig verzeigern. Damit haben wir das Folgende. Auch da haben wir natürlich irgendwie Laufzeit O von H, wieder abhängig von der Höhe des Baumes, weil wir halt potenziell einmal durch den Baum durchlaufen müssen, wenn wir da Vorgänger und Nachfolger sozusagen heraussuchen müssen. Und damit haben wir letztendlich diesen Zeitfaktor da drin. Problem, also bei den bisherigen Operationen, Worst-Case-Laufzeit ist O von N bei N-Elementen. Weil wir potenziell so eine Struktur aufbauen können, also letztendlich eine Liste aufbauen. Wenn wir jetzt beispielsweise so eine Struktur aufbauen und Elemente haben in einer aufsteigend sortierten Reihenfolge, würden wir eine Liste aufbauen und keinen Baum. Niedrige Höhe erzwingen. Wir müssen sicherlich irgendwie diese beiden Operationen, da müssen wir dran. Also irgendwie die Operationen, die wir eben hatten, wie Suchen, Minimum, Maximum, Vorgänger, Nachfolger, die ändern nichts an der Struktur des Baumes, die lesen nur aus. Strukturell eingreifen tun nur die beiden Operationen Insert und Delete und da müssen wir jetzt was dran tun.